Weggelaufen, nach der Amadessen macht gewiss sich Nola Himmerten. Leute! Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Mass Effect. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer euer Omnibusfahrer. Und ich habe jetzt nachgeschaut im Internet. Ja, ich muss zur C, zur Zitadelle Sicherheit, um zur Andockstation zu kommen. Da wäre ich natürlich im ganzen Leben nicht drauf gekommen, dass ich dahin muss. Und wäre dementsprechend auch ziemlich lang herumgeirrt. So, jetzt lass uns aber nicht länger warten, sondern auf zur Andockbucht gehen. Und in unser Schiff steigen. Saren war einer der angesehensten Turianer in der Galaxis, Garrus. Ist es für Sie in Ordnung, gegen ihn vorzugehen? Saren ist entweder ein Verräter oder ein Verrückter. Durch seine Vernichtung wird der gute Name der Turianer überall wiederhergestellt. Das sollten Sie vor allem den Menschen sagen. Dort gibt es im Moment sehr viele wütende Leute. Da geht die Tür auf. Gut. Na dann. Auf zur Normandy. Alle an Bord. Und los geht's. Nach... Ich hab den Namen schon wieder vergessen. Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Okay, jetzt habe ich den Hitzelastmonitor untersucht und XP dazu bekommen. Jetzt kann ich hier noch einen untersuchen. Aha. Nun gut. Sternkarte. Da muss ich jetzt von hinten drauf. Karte der Galaxis. Navigator Presley, der hat doch jetzt irgendwie... Aha, okay. Wenn schon jemand Captain Anderson ablösen muss, dann jedenfalls Sie. Allerdings weiß ich nicht, ob mir die Außerirdischen auf dem Schiff so recht sind. Captain Anderson... Ach ja, genau, der hat ja... Ja, okay. Untersuchen? Außerirdische an Bord. Ich möchte Ihre ehrliche Meinung hören, Presley. Ich möchte wissen, ob Sie Probleme mit den Außerirdischen haben. Das ist nicht das Problem, Commander. Die Menschen haben immer allein ihre Probleme gelöst. Saren hat eine unserer Kolonien angegriffen. Nur wir Menschen sollten ihn aufhalten. Wir brauchen die Hilfe anderer nicht. Wir sind doch irgendwie alle im Boot. Zurück. Dies hier ist wichtiger als die Menschheit. Saren ist eine Gefahr für alle Völker der Galaxis. Und ich habe kein Problem damit, die Hilfe anderer bei der Jagd auf ihn anzunehmen. Kann schon sein. Wahrscheinlich folge ich noch den alten Denkmustern. Keine Sorge, Commander, es wird deswegen keine Probleme geben. Gut, auf Wiedersehen. Gute Arbeit. Weitermachen, Presley. Wohl, Sir. Gut. Auf nach oben. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Commander, die Story von Miss Al-Jelani über Sie wurde gerade veröffentlicht. Ich kann verstehen, dass Sie sich nicht mit ihr eingelassen haben. War das die... Sie hat nur meine Worte verdreht, hatte keinen Sinn zu reden. Sie wollte nichts von Fakten hören, die nicht in ihre schöne Story gepasst hätten. Stimmt. Sie hat fast nach Schlägen gefragt. Aber Sie haben das Richtige getan und sind einfach weggegangen. Ich wollte Ihnen nur von den Reaktionen zu Hause erzählen. Aber ich will Sie nicht länger aufhalten. Fünfte Flotte Ende. Ach, das war diese eine... Na. Ganz am Anfang. Als wir wieder zur Zitadelle zurückgefahren sind. Diese eine Reporterin da. Gut. Auf jeden Fall müssen wir... Wo müssen wir denn hin? Zitadelle? Ne, wir müssen nicht zur Zitadelle.
Noveria, da müssen wir hin. Pferdekopfnebel. Da ist unser unsere nächste Mission. Ja. Ja, auf nach Noveria. Noveria ist ein vergleichsweise kleiner Eisplanet, der nach normalen Standards als nicht bewohnbar gilt. Der Planet untersteht der privaten Administration der Noveria Development Corporation, die dort Labore für Experimente verpachtet, die aufgrund ihrer Gefährlichkeit an keinem anderen Ort durchgeführt werden dürfen. Durch diese außergewöhnliche Situation ist Noveria immer wieder Mittelpunkt wilder Gerüchte und konspirativer Theorien. Landen. Landekontrolle, hier ist die SSV Normandy, bitten um Landeerlaubnis. Normandy, Ihre Ankunft ist nicht geplant. Unsere Verteidigungssysteme sind aktiviert und auf Sie gerichtet. Nennen Sie uns den Grund Ihrer Ankunft. Eine Zitadellmission. Wir haben einen Spectre an Bord. Landeerlaubnis erteilt, Normandy. Bitte richten Sie sich darauf ein, dass wir nach der Landung Ihre Identifikation kontrollieren werden. Wenn diese Identifikation nicht autorisiert ist, werden wir Ihr Schiff beschlagnahmen. Sehr gastfreundlich. Hier werde ich meinen nächsten Urlaub verbringen. Na klasse. Okay. Auf geht's raus. Ich möchte die Musik noch ein bisschen leise machen. Lautstärke und Musik. Die machen wir mal auf 70 runter. Ja. Joker, mit dem habe ich doch gerade eben geredet. Hey, Commander! Bitte achten Sie beim nächsten Mal darauf, dass wir nicht mitten in einer Kolonie mit Mutanten-Zombies landen. Nur so am Rande erwähnt. Aha. Gib mir einen Schiffsstatusbericht. Wie macht sich die Normandy? Ist sie so gut, wie alle sagten? Sie ist das beste Schiff der Flotte. Aber sie braucht einen Piloten, der sie auch beherrscht. Es gibt ein paar Schwierigkeiten mit der Trimmung. Man muss sich erst einmal an den riesigen Antriebskern im Heck des Schiffes gewöhnen. Ist manchmal nicht so einfach, diese Kräfte zu handeln. Ein gewöhnlicher Allianzpilot würde wohl echte Probleme mit dem Schiff bekommen, Commander. Aber zum Glück bin ich ja kein gewöhnlicher Pilot. Mhm. Ich möchte über meine Crew Bescheid wissen. Kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ich weiß schon, worum es geht. Sie haben sich über mich informiert, nicht wahr? Ich werde Ihnen das Gleiche erzählen wie dem Captain. Sie wollen mich als Piloten. Ich bin nicht gut. Ich bin auch nicht großartig. Sondern der beste verdammte Kampfpilot der Allianzflotte. Warum war ich wohl der Beste an der Flugakademie? Weil ich es mir erarbeitet habe. Woher kommen wohl die ganzen Belobigungen in meiner Akte? Weil ich sie mir alle verdient habe. Ich habe sie nicht erhalten, weil ich an dieser Krankheit leide. Was für eine Krankheit? Wovon reden Sie da? Sie sind krank? Das heißt, Sie wussten gar nicht... Ach, scheiße. Okay, ich habe das Frohlich-Syndrom. Glasknochen. Die Knochen in meinen Beinen sind nicht voll entwickelt. Im Grunde sind sie hohl. Wenn sie zu sehr belastet werden, brechen sie. Selbst mit den Krücken und Beinschienen kommt man nur mühsam voran. Ein falscher Schritt und knack. Aber ich habe gelernt, damit umzugehen, Commander. Geben Sie mir die Normandy und ich lasse sie tanzen. Bitten Sie mich nur nicht aufzustehen und zu tanzen. Es sei denn, Sie stehen auf das Geräusch brechender Schienbeinknochen. Aha, und woher kommt Ihr Spitzname? Aber ich habe doch schon früher mit dem zu tun gehabt. Ich verstehe nicht, warum ich mich jetzt so viel mit dem unterhalten muss. Oder andersrum, ich verstehe nicht, warum ich so viel über ihn noch nicht weiß. Ich hatte doch schon früher mit ihm zu tun. Warum nennen Sie alle Joker? Weil es viel kürzer als Flight Lieutenant Jeff Moreau der Allianz ist.
Und außerdem bringe ich so gerne kleine Kinder zum Lachen. Aha. Okay, schon klar. Sie erinnern mich irgendwie an den Weihnachtsmann. Also gut, ich habe mir den Namen nicht ausgesucht. Eine meiner Flugausbilderinnen hat mich damit aufgezogen, dass ich nie lächeln würde. Also hat sie mich Joker genannt. Und dabei ist es geblieben. Aha, okay. Warum haben Sie denn nie gelächelt? Ich habe mich voll in die Flugausbildung reingehängt, Commander. Man kommt in dieser Welt nicht voran, wenn man grinsend wie ein Idiot durch die Gegend läuft. Am Ende des Jahres war ich der beste Pilot der Akademie. Sogar besser als die Ausbilder. Und alle wussten das. So kränklich wirkende Bürschchen mit den dünnen Beinchen hat es allen gezeigt. Dreimal dürfen Sie raten, wer bei der Abschlussfeier am breitesten gegrinst hat. Sehr selbstsicher und auch irgendwie, sagt man, selbstgefällig dazu. Schon irgendwie. Gut, auf Wiedersehen. Ich muss gehen. Bis dann. Nach draußen schauen? Ich kann nach draußen schauen? Ja, toll. Ah, jetzt wollte ich eigentlich nach draußen schauen? Ja, okay, gibt's hier noch was zu sehen, zu tun? Nee. Gut. Raus mit uns. Normandy verlassen. Ja, ich will den Ding mitnehmen. Und natürlich den Garo. Wobei, ich kann den Urtnod Rex mit den Garros mitnehmen. Ja, nehmen wir die mal mit. Annehmen. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Officer Presley. Presley? Presley? Ach, der. Okay. So. Grüß Gott. Was macht der hier? Der macht gar nichts. Der scannt bloß. Ich hasse Kälte. Ja, hier ist ziemlich kalt. So, da geht's nicht weiter. Da drüben geht's weiter. So, und das ist also das Empfangskomitee. Das ist weit genug. Kann ich Ihnen helfen? Stimmt was nicht, Officer? Sie sollten hoffen, dass dem nicht so ist. Ihr Eintreffen wurde nicht angekündigt. Ich brauche Ihre Papiere. Der Rat schickt mich. Ich bin Inspektor. Mein Name ist Shepard. Blödsinn, Ma'am. Wir müssen das überprüfen. Sie sollten wissen, dass Schusswaffen auf Noveria nicht gestattet sind. Sichern Sie Ihre Waffen, Sergeant Sterling. Wagen Sie es nicht. Ruhig bleiben, Leute. Ich behalte meine Waffe. Die sind ja wirklich sehr gastfreundlich. Ich will keinen Kampf anfangen. Warum nicht? Captain Matsuo, halten Sie sich zurück! Wir haben Ihre Identität bestätigt. Spectre sind autorisiert, hier Waffen zu tragen, Captain. Sie können passieren, Spectre. Hoffentlich verläuft der Rest Ihres Aufenthalts ruhiger. Parasini-San wartet oben auf Sie. Benehmen Sie sich. Na, sehr ein sehr freundlicher Empfang war das. Gut, rauf mit uns. Ich will nicht weiter mit denen reden. Was haben wir hier? Gar nichts. Was hat der zu sagen? Turianer mögen keine Kälte, Shepard. Hatte ich das je erwähnt? Na, Menschen mögen auch keine Kälte. So. Waffendetektoren. Ignorieren Sie den Alarm. Ach so, gut. Ich bin Gianna Parasini, Administrator Anoles Assistentin. Wir entschuldigen uns für den Zwischenfall an der Andockbucht. Ja, auf sehr freundliche Weise. Danke fürs Durchschleusen. Weiß Ihre Hilfe zu schätzen. Gern geschehen. Ihnen sollte klar sein, dass unsere Sicherheitschefin nur ihre Arbeit gemacht hat. Zu meinen Pflichten gehört die Einweisung von Neuankömmlingen. Haben Sie irgendwelche Fragen? Warum sind hier so viele Wachen? Das ist ziemlich viel Sicherheit für so einen kleinen Raumhafen. Die Direktoren tun alles, was in ihrer Macht steht, um die Unternehmen unserer Klienten zu schützen. Deswegen bin ich nicht hier. Die Direktoren tun alles, was in ihrer Macht steht, um die Unternehmen unserer Klienten zu schützen. Klingt das verdächtig? Deswegen bin ich nicht hier.
Bin ich deswegen nicht hier? Führen diese möglicherweise illegale Forschungen durch? Dieser Planet untersteht nicht der Gerichtsbarkeit der Zitadelle. Hier ist Gesetz, was die Direktoren sagen. Wissen Sie, wie wertvoll dieser Planet ist? Wie viele Neuerungen in der Genetik und künstlichen Intelligenz hier begonnen haben? Aha, ich hörte hier, wie ein Gate. Ist hier vor kurzem etwas Ungewöhnliches passiert? Etwas Ungewöhnliches? Eine Asari-Matriarchin kam vor einigen Tagen vorbei. Lady Benesia. Sarens Helferin ist hier? Ich wollte gerade sagen, irgendwoher kenne ich den Namen. Sie ist eine tote Frau, sie ist weg, ich muss mit ihr reden. Kann ich mit ihr reden? Benesia reiste vor einigen Tagen zum Komplex auf Gipfel 15. Soweit ich weiß, ist sie immer noch dort. Gut, ich brauche die Koordinaten. Können Sie mir sagen, wie ich da hinkomme? Sie brauchen Administrator Anoleis Freigabe, um den Raumhafen verlassen zu können. Wo ist Anoleis? Wo finde ich den Administrator? Sein Büro ist auf der Hauptebene. Oben, links, neben dem Fahrstuhl. Okay, auf Wiedersehen. Verstanden. Können wir jetzt reingehen? Natürlich. Kommen Sie zu mir ins Büro des Administrators, wenn Sie Hilfe brauchen. Und was machst du? Der schaut nur auf seinen Bildschirm. Wir sind irgendwie auf die Hauptebene. Was gibt's hier zu sehen? Fahrstuhl aktivieren. Na gut, komm, geh mal zur Seite. Willkommen im Hanshan-Raumhafen, dem angesehensten Ort der Galaxis für unabhängige wissenschaftliche Forschung und Entwicklung. Zu Ihrer eigenen Sicherheit und um die Privatsphäre anderer zu schützen, haben Sie allen Anweisungen des Sicherheitspersonals Folge zu leisten. Wenn Sie noch Fragen oder Bedenken haben, so stehen Ihnen unsere freundlichen Verwaltungsangestellten jederzeit zur Verfügung. Vielen Dank und einen angenehmen Aufenthalt. Okay. So, ich finde, das hier ist ein guter Zeitpunkt, um diese Folge zu beenden. Und dann schauen wir uns in der nächsten Folge hier noch weiter um und reisen vielleicht dann auch gleich schon wieder ab. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Busfahrer.